Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part bei Baldur's Gate 3. Wir müssen mal gucken, ob wir heute hier. Ob wir hier aus diesem Tempel mal rauskommen. So, brauchen jemanden. Nicht. Brauchen wir nicht. Wir könnten zum Lager und uns heilen gehen, aber das bringt uns hier nicht raus. Unser Zauberer vielleicht. So gut den Zauberer unsichtbar zu erkennen. Tja, wohl nicht. Gibt's auf jeden Fall überall diese Platten. Ein bisschen Barrikade nach draußen. Auch mal interessant. Und hübscher Hut. Nehme ich mal mit. Wir looten hier bei der Gelegenheit mal ein bisschen. Nach draußen. Noch ein Hut. Open up. Nix. Oh, hier haben wir mal eine schöne Aussicht. Wow. Riesige Stadt. Gewebeknopf. Und die grünen Ebenen. Und wo ist die Oberstadt? Better not be cursed. Okay, es hat jetzt was gebracht. Aha, hier ist auch noch eine Laute. Man war zwar schon eine, aber die kann man so gut verkaufen. Interessanter Ausblick hier. Eine sehr große Stadt. Eine Todeswolke. Das ist eher unpraktisch.
Okay, die bringt uns wohin? Wir müssen selbst ausprobieren. Oh. Hier sind wir. Und wo auch immer hier ist. Oh. Ein paar Tränke. Verwundbarkeit. Nun gegen Stichschaden. So geht's auch. Letzte Liste der roten Ritterin. Äußerst. Dieses Wissen ist äußerst mächtig und kann für mich enthalten. Bevor sie zur Exarchin des Tampus und zur Göttin der Strategie wurde, war die Rote Ritterin ein frommer Paladin. Sie begleitete Armeen in alle Welt. Als Schülerin und Lehrerin wurde so schließlich von Tempus in ihren heutigen Status erhoben. Seiten enthalten, was von ihr noch auf materieller Ebene verblieben ist, nachdem sie aufgestiegen war. Quite some valuable knowledge hidden between these pages. Aha. Okay, da geht's rüber. Das ist eine Tür. Ich dachte schon, ich war hier runter. Oha. Schöne Kristalle. Okay, bevor ich weitergehe, hole ich mir die anderen runter. Das scheint der richtige Weg zu sein. No time to rest. Zauberkeller. I'll give it a shot. So, wir kommen durch den Keller wieder hinaus. Na komm, Hebel. Schaden. What's the story? Cry about it. Okay, was war drin? Gold. What to do? Breathe deep and move. Eine weitere Truhe. Hey, good looking. Schriftrolle Todeskreis.
sicher. Und hier mal ein Portal. Ich hoffe, das führt uns raus. Einige Portale sind ja hier auch tödlich. Hatten wir schon ein paar. Here we go. Storage and sorting of scrollwork, parchment and tomes. Aha. Let's have a look. Ich nehme mal mit, was ich kriegen kann. Schriftrollen können wir mal gut verkaufen. Oh oh. Sperrzone. Nee, lass mal hier bleiben. Ein Portal. Ich geh mal vor. Mal schauen, wie wir rauskommen. Oh, interessant. Hier kommen wir raus. Im Laden. Und das Portal steht offen, da können wir wieder rein. Falls wir nochmal wollen. Oh, jetzt sind wir hier in einer kleinen Kammer gefangen. Die Tür ist unaufbrechbar. Tja. Einen Schlüssel haben wir dafür nicht. Come on, let's go. Wir haben einen Schlüssel für eine Truhe. Tja. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Nekromantie. Schlüsselbegriff umkehren, korrumpieren, zerstören. Das geht nicht ein. Das geht nicht ein Kahns Schloss. Und jemand hat hier doch ein Kahns Schloss vernichtet. Und da war das unser Vampir. Still alive, so that's progress. War ich das? Hm. Und wir haben ein paar Schlüssel. Schlüssel zum Sicherheitsbüro, Tresorschlüssel. Schlüssel zur Laufsteinstruhe, Schlüssel. Schlüssel zum Würmgefängnis. Kistenschlüssel zur Truhe. Wenn wir den richtigen Schlüssel hätten, dann wären wir hier schon durchgekommen. Oh je. Wieder zurück. Irgendwo wird es hier einen Schlüssel geben. Was ist inside?
Ich drehe diese Truhe. Eine andere wahrscheinlich. Very well. Hoffentlich nicht die, die wir schon geöffnet haben. Wuchtverwundbarkeit. Das müssen wir eigentlich hinkriegen. Das sind Blümchen. Des Verderbens Elixier der Bosheit. Wird sie nicht noch in andere Kämpfe geraten? Teils Versteck. Nun hat Schlüssel zu der geheimnisvollen Tür Zauber berufen. Gehe die magische Tasche genommen. Ah, okay, behält das bei sich. Okay, da sind Fallen. Einmal entschärfen. Silberhand. Kasus. Oh nein, das ist ein Rätsel. Kritischer Fehlschlag. Integration noch geklappt. Hier haben wir Elmünster. Oh, Elmünster. Wizards. Ramazith, Elminster, Silverhand, and Karsus. The secrets of Netherrealm might lie behind his door, I wonder. Schloss knapp unmöglich. Making me sweat. Ja, denk mal, die Tür kriegen wir so auch nicht auf. Looking ahead. Die Tür kriegen wir auf. Und nur so ein Bannmarie. Hervorrufung. Das war also richtig. Und das war wohl nix. Eins. So, das hätten wir gelöst. Fallen entschärfen eins nach dem anderen. Hm.
So, jetzt ein bisschen sicher. So wie ich denke. Eine der Türen muss es doch hier rausführen. Illusion. Bannmagie. Hervorrufung. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ah, oh. Wilddämon Schatten. Be wary, this place is trapped. In die Schattentür. Watch how you go. There's a trap. Okay, Bannmagie raus. Wohl doch nicht. Okay, Silberhand. Bannmagie. Experimentieren einfach ein bisschen. Dämon. Einer von denen muss es doch sein. Dann können wir hier schnell reise ich hier aus, nicht möglich. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Bannmagie. Offensichtlich nicht. Silber. Oh. Ein Raum. Und ein Schalter. Bleibt am Leben. Zu viel zum Schärfen. Beeil ich mal ein bisschen. Jetzt was nervig. Für Kasus. Jetzt mal raus hier. Oh Gott. Doch einen Heiltrank mitgenommen. Einer von uns hat einen Heiltrank mitgenommen. Ganz sicher. Heiltrank. Wie kommen wir jetzt lang? Ich hoffe, das hilft irgendwie. Light on my feet. Okay, nach draußen geht's hier nicht. Ein Großschwert haben wir.
Großschritt von Kasus wahrscheinlich. Das war es aber nicht, oder? Oh, den haben wir noch. Den Vampirzepter. Ich wollte ja eigentlich nicht zu sehr looten, aber... Vielleicht nur einen Weg nach draußen. Den Nahen von Krams. A book on Netherese magic. Gale may like to know. Dann sprich. The Annals of Karsus. The preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. The truth of the crown, I hope. All that stands between us and enlightenment is the turn of a page. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass ihr euch damit befasst. And since when have we sought to avoid trouble, eh? Come now. The knowledge lurking between those pages could help us greatly. Don't be a hindrance after being such a great help. Then we ought to make time. This could be the answer to everything. Ist nur ein Buch, sprechen wir nicht mehr davon. I hope you're right, because if you're wrong, there's no words to describe the opportunity you'll have squandered. Schriftrolle. Das ist ein großes Paradox unter unseresgleichen, welche Kunst lernen. Ja. Text. Zweier Dachst. 3 bis 14 Schaden. Die Stunden. Kann sie es gebrauchen? 5 bis 14. 7 bis 16. Ja, das ist besser. Und die Axt ist wahrscheinlich auch schlechter als das, was sie hat. Kriegst bis 17 Schaden? Ja. Du denkst bessere Sachen. Still breathing, despite everything. Du musst ein paar schwere Sachen mal umlagern. Aus meinem Geld geben. Eigentlich umsonst gewesen, aber jetzt haben wir noch irgendwas Schwereres? Gewicht. Sind die leichtesten Sachen? Ja. Let's move.
hands on everything. Würde mich wundern, wenn wir diesem Part hier noch rauskommen. Okay, das ist jetzt offen. Das nicht. Elminster. Und nach hinten abhauen. Dann brauchen wir noch Schlüssel für die Tür. Wir kommen durch die Tür nicht durch. Ach. Haben wir hier irgendwo übersehen. Nee, eigentlich nicht. Go ahead. I'm listening. Eigentlich sollten wir das hier noch machen, aber... Wir wollen erstmal raus hier. Da ist doch so ein schönes Portal. Und können wir da nicht hinaus? Und unzählige Schlüssel, einer von denen muss doch reichen. Dann müssen wir oben in der Raumzahl nochmal nachgucken. Hat Kerl nach denen eingesteckt. Irgendwo muss hier das. Das kann ja nicht bei Elminster liegen. Ein Knopf. Das hat sehr viel gebracht. Hier irgendwie wieder hoch. Sehe keinen Portal oder Hebel, wo dann könnten. Nichts hier. Ja. Nicht so wirklich. Das war's dann mit dem Let's Play. Wir finden die nicht mehr raus.
Trotzdem muss es doch. Storage and sorting of scrollwork, parchment and tomes. Resistance-Institut und das als Rätsellösung. Das Zimmer der 100 Fallen. Oh. Ach du Vater. Ach Gott. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Könnte aber hier nicht rumstehen. Jemand den Hebel betätigen. Dann müssen wir hier wieder zurückkommen, oder? Okay, Elminster. Da sind wir in der Schatzkammer drin. Das bringt uns hoffentlich den Schlüssel nach draußen. Feuerverwundbarkeit. Okay. Fluch lastet auf mir. No traps, please. Schauen. Ja. Oh, wir können durch die Wände gehen. Da mein weiteres Buch. Das ist möglicherweise verflucht. Gilt und es geht der Welt hilft uns hier nicht. Gehen wir dahin durch die Wand. Okay, hier können wir nicht durch. Thank you.
Ist dort bestimmt doch auch Durchgänger. Oha. Seltsame Lampe. You've arrived in the nick of time, saintly adventurer. Oh, ein Djinn. I've been trapped for so long, I dare say I'm half mad. Ho-ho! Thank you for sacrificing yourself to save me. Sacrificing? Such courage brings a tear to the eye. Könnt ihr mich herausbringen? Wovon redet ihr? Das habe ich nicht getan. Lasst mich frei oder ihr werdet es bereuen. You see, this glorious lamp is both an oasis and a prison. Someone must be inside at all times. But you were the first brave enough to take my place. Platz einnehmen? Nein. Toodles. Was? Sweet Nectar. Bitte was? Ich bin jetzt eine Lampe oder was? Oh, my rescuer left behind a servant. I'm terribly sorry for your loss. I'm sure you're at your wit's end without your master. Weiß nicht weiter. Wenn ich noch ein wenig Gold hätte, dann würde ich mir gewiss besser gehen. Nun möchte ich euch bitten, meinen Gefährten freizulassen. Companion? Oh, I see. Sale of the flesh is an admirable trade. Okay, mein Charakter ist gut. Benefactor. However, should you wish to trade places with your companion, simply touch the lamp. Now, I must be off. I'm a century late for an appointment. Das ist nicht gut. Lass meinen Gefährten und verzüge ich frei oder sterbt. A fight? How adorable. Very well, it's been too long since I flexed these glorious magical muscles. Wir sind sowas von... Aha! What? Djinn-Lampe. Bin hier ein bisschen eingesperrt. Die anderen draußen machen jetzt einen Kampf. Großartig. Ready for this. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden. Ohne lange Rast und ohne alles. Üblichen Fehlschläge. Fantastisch. Tale for the ages. Ah, es bringt mal wieder nichts. Wir müssen natürlich mal wieder mit Waffen ausschalten. Nicht mit Füßen. Okay, ist hinüber. Diese Fehlschläge immer. Keiner macht das alleine fertig.
mal ein bisschen näher. Bekommen wir meinen Charakter nicht mehr aus der Lampe raus. Und die Lampe zerstören oder so. Befällen von schauliche Tätigkeit. Komme ich hier irgendwie raus? Selbst wahrscheinlich nicht. Ich kann hier kein Opfern von denen. Also. Braucht die alle. Let me work my magic. Tja, geil. Direkt. Das ist jetzt ein bisschen. Müssen wir jetzt einen zurücklassen oder was? Läuft hier heute sehr gut. So würde ich aus dem Turm rauskommen und bin in der Lampe drin. Kann ein bisschen Blut mitnehmen, aber das bringt mir herzlich wenig. Spinnnetz, quasi Beschwörung. Okay. Ah, jetzt haben wir einen. Jetzt liegt quasi dort in der Lampe und wir sind draußen. Interessant. Moving ahead. Ja. Frage, wie kommen wir jetzt hier raus? Das habe ich immer noch nicht erfahren. What this does.
Hier haben wir eine Tür. Steht noch seine Beschwörung. Ich wüsste, was hier gegen hilft. Oh, vielleicht können wir hier einfach. Ich bin dumm. Wir können ja natürlich schnell reisen. Zum Basiliskentor zum Beispiel. Ja, ein bisschen nachdenken hilft. So, wir sind raus aus dem Magierding. So, jetzt würde ich aber erstmal eine lange Rast machen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Fürst Gotasch irgendwie noch. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part noch. Einen Versuch, ihn anzugreifen. Dringend nötig nach den Kämpfen vom letzten Part. So, mit ihm müssen wir mal reden. Ally mine, we are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Die Englischen hat es verdient, hoffentlich ist er der Letzte. Ich hoffe, schlafen wir ruhig dem Aelin. He did, and it came. Now, my friend, bask in your victory. I will do the same. My darling, we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Salunite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Aha, ich fahre das nächste Team erstmal. Weiß nicht, wie mir das gefällt. Jetzt haben wir dauerhaft eine Beschwörung quasi dabei. For your thoughts. Gut. Den können wir den irgendwie töten. Vielleicht geht er irgendwann von selbst drauf. Dann versuche ich jetzt nochmal den vergebenen Kampf. Eine Würmfestung. Hier nochmal speichern. Wenn wir hier jemanden angreifen, sind wir umzingelt. Ich habe überlegt, ob wir nochmal nach Starbach angreifen. Zum Training. Dann haben wir hier auch ein paar von denen mit.
Wir versuchen es nochmal im Thronsaal. Diesmal richtig. Dann wird wohl ein harter Kampf mit den Stahlwachen. Aber nachdem wir jetzt hier den Vampirgurt und den Magier von Tiefwasser, oder das war gar nicht der Magier von Tiefwasser, der hieß irgendwie anders. Magier von Tiefwasser ist Gel, glaube ich. Das sage ich einfach nur, habe ich falsch betitelt. Irgendeinen komischen, unaussprechbaren Namen hatte der. Nachdem wir die besiegt haben, nach diesem Doppelkampf hier im letzten Part. Wer zweifelt dann da noch dran, dass wir das, nachdem wir die Stahlwarenfabrik aufgeräumt haben, nachdem wir die beiden jetzt im letzten Part besiegt haben. Vielleicht wird es schwer, aber das werden wir doch wohl schaffen. Nichts, was uns jetzt noch erschrecken könnte. Ein großer Schichtkummer. Macht sich bereits zum Sterben. Ne, das sind nur im Nachteil, wenn wir hier überrascht werden. Aber naja. Mit 14. Es ist nicht unschaffbar. Was? Doch, das ist unschaffbar. Was denn jetzt passiert? Aber wir sind bloß schon halb tot. Hey, das war aber beim letzten Mal nicht so. What? Wait a second. Haben die hier ihre stärksten Attacken auf einmal eingesetzt? Und einige sind schon so zwei gerade explodiert oder was? Hä? Was ist hier? Ich hab's gar nicht gesehen, was ist hier passiert. Als ich weg war. Was zum Fick? Und warum, sind zwei Sekunden passiert und wir sind tot? Hä? Hey. Immobil. Eine Kontrolle sterbt. Durchrennen ist vielleicht immer noch ein Versuch wert. Nicht bei diesem Mann, aber. Diese Fehlschläge immer. Ich bin schon am Sterben. Okay, lebt noch, man glaubt es kaum. Wird doch ein Weg 5-mal attackiert. Okay, wir müssen das nochmal versuchen. Irgendwas ist da passiert. Dann sind zwei Bomben explodiert oder so. Das war da
sind wir da gleich am Boden da. Das ist ja irgendwie. Das kann es ja nicht sein. Okay, gleich der nächste. Vor allem die Stahlwachen sind als erstes dran. Das ist halt dadurch, dass wir die Fabrik nicht ausschalten konnten. Der Kampf wäre sowas von schaffbar. Wenn die Stahlwachen nicht da wären, dann wären wir als erstes dran. Dann hätten wir die paar Gegner. Wir können die Stahlwarenfabrik nicht mehr. Der einzige, der uns da helfen kann, ist Ruth. Und in dem Band, wo das. Da müsste ich nochmal vor dem Punkt, wo wir jetzt hier die ganzen Kämpfe gemacht haben, und vor dem Punkt, wo wir die Titanstahlwache besiegt haben, müsste ich dann nochmal zurück. Und das. Nein. Es wird doch wohl irgendein Versuch klappen. Oder zumindest durchrennen können wir irgendwie. Es irgendwie schaffen zu bestehen. Ich muss wieder ein paar Offscreen-Stunden aufnehmen, wie es ausschaut. Den letzten Versuch nehme ich jetzt heute noch auf. Danach schauen wir mal. Kurz zum Explodieren. I'm fading fast. I must heal. Und warum sind wir denn jetzt schon wieder. Schau mal, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt schon wieder am Arsch. Wir sind schon ein paar tot. Wo müssen wir eigentlich hin? Einen dieser Räume dort hinten. Ich glaube dort mussten wir rein. What the hell? Wenn es jetzt immer so ist, dann haben wir ja gar keine Chancen. Ich kann gar nicht mehr sprinten. Fantastisch. Zunächst einer überlebt. Danach kann ich den Kampf hinten alleine machen. Opfern wir drei Spieler dafür. Wenn es nur so einfach wäre. Ein Fehlschlag. Ist ja fantastisch. Na komm, Karlach. Schaff es durch. Ich glaube, da hinten ist ein Hinterraum, wo wir hin müssen. Wo dein Bordasch auf uns wartet. Ich meine mich zu erinnern, dass das eine komplette Lösung mal so war. Ich glaube hier diese Doppeltür. Oder diese. Bin mir da nicht 100% sicher. Bin mir da nur 50% sicher. Und die Zöge. Hey, dich selbst.
Die Stahlwaffen müssen wir jetzt erstmal passieren lassen. Das Blut, das die jetzt alle hergelockt haben. Jetzt besteht auch meine Hoffnung darauf, dass hier das Kerl auch unbekannt bekommen kann, unbemerkt. Im Stall, wo am nächsten Zug, wenn wir dran sind, sind erledigt. Das ist wahrscheinlich wieder gegeben. Da jetzt denn rein? Ach, hier sind so Feuerbomben. Wie kommen wir da jetzt hin, dass wir ohne drauf zu gehen? Unter den Umständen. Das ist wirklich gleich eine Bombe. Eine Stahlwache. Ich werde es noch ein paar Mal aufs Game versuchen, aber uff. Das Spiel werden wir wirklich nur durchlassen, wenn man die Stahlwachen vorausgeschaltet hat oder was. Auch im Kanach sieht es jetzt scheiße aus. Immer wie die verstümmelt. Na, gute Nacht. Eine Stahlwache weniger. Hilft uns ja sehr gut weiter. Ja. Dann in den Untergrund rein als nächstes. Keine Ahnung. Das wird eine Option, die uns ansonsten noch offen bleibt. Hier kommen wir gerade wirklich nicht weiter. Ich überlege mir mal was. Schau mal nach, ob es hier irgendwie eine Lösung für gibt. Die Stahlwachen doch noch auszutricksen. Und dass man die Fabrik hochjagen muss. Ansonsten. Tja. Aufnehmen, wo auch immer er ist, Untergrund. Ja, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.